Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Yeah, wir reden mit diesem Dicken hier. Hey, warum hast du mich aufgehalten? Na, das mag ich gar nicht. Ich war gerade so schön in Fahrt. Auf diese Weise kann man wunderbar Stress abbauen. Lass mich jetzt weiter rein. Rock'n'Roll. Ergibt er mir nichts? Ich dachte, er gibt mir was. Ah, dann halt nicht. Oh Gott! Aua! Pass doch auf, wo du hinrollst! Arsch! Oh, noch eine Tür. Zack. Ich weiß gar nicht, was dahinter ist. Ich weiß es echt nicht mehr. Obwohl, ich glaube, das... Oder? War das dieser Dings? Einfach mal weglegen wieder. War das hier? Ach, als ob... Manno, hätte ich sie doch mitnehmen müssen. Ist das dein Ernte? Kann doch nicht wahr sein, ey. Kann doch echt nicht wahr sein. Ja. Yeah. Noch nitten. Ihr Goronen, ihr seid mir schon komische... Menschen, wollte ich gerade sagen. Ihr seid mir schon komische Viecher, ey. Meine Güte. Ich hoffe, das reicht. Ja. Hallo. Du bist dick. Alter, ich arbeite gerade an etwas sehr Interessantem, ey. Doch ich denke, es wird noch eine Weile dauern, Mann. Ich schätze, in 5 oder 6 Jahren wird es fertig sein. Was? Dein Ernst? Okay. Warte ich halt noch ein paar Jährchen. Versuchen wir es nochmal. Ha! Okay. Einmal will ich das gleich noch versuchen. So, schnell hier runter. Ich treffe nicht. Wir machen das, wenn wir Bomben haben. Weil dann kann ich besser werfen. Okay, einmal versuche ich noch. Einmal. Ein letztes Mal, Leute. Es tut mir leid. Einmal bin ich noch. Einmal. Hör, dein Herz. Ich hab doch A gedrückt. Okay, lassen wir es. Wir lassen es. Wir lassen es einfach. Mann. Mann, 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 Mann. Gut, wir gehen raus. Und betreten gleich erstmal Dodongos Höhle. Früher habe ich immer gedacht, man muss irgendwie von hier oben, von da oben. Da. Wo der fette Typ da ist. Also da, ne, auf dieser kleinen Plattform da. Von da aus hier reinjumpen. Warte mal. Wir können ja hier das Seil lang gehen, genau. So, ich versuch das mal eben. Genau. Hi. Was sagt der eigentlich? Was will man mit dem reden? Kannst du mal... Hey. Danke. Hey. Ein kleines Kind wie du muss einen guten Grund haben, um diesen Ort auszusuchen. Ja, hab's so. Er hat also recht. Du bist hier, um den roten Stein zu fressen. Nun, da kommst du zu spät. Er ist fort. Ja. Was? Das ist gar nicht der Grund, der dich herführte. Ja. Du suchst einen heiligen Stein? Damit musst du den leckeren roten Stein meinen, der vor kurzem noch hier lag. Ich war so hungrig, dass ich dachte, es wäre in Ordnung, nur ein kleines Stück davon zu essen. Als ich kam, war er fort. Vielleicht hat ihn Narun ja weggenommen. Ich sagte, es gefällt ihm nicht. Er sagte, es gefällt ihm nicht, dass alle immer so gierig schauen, wenn sie den roten Stein betrachten. Darunia hat sich in seinem Raum eingeschlossen. Er sprach, ich werde hier auf den Worten der Königsfamilie warten. Okay. Ja. Okay, dann versuchen wir mal erstmal hier lang zu gehen. Ich weiß gar nicht, was da oben ist, deswegen will ich da mal hingehen. Oh Gott, krieg ich das hin, ganz langsam. Okay, wir haben es geschafft. Sind hier zufällig Donnerblumen? Ich glaube nicht, oder? Glaube nicht. Ach, Mann. Das ist der Raum. Okay.
cool. Das Problem ist... Ja, geh mal... Hey, du sollst runtergehen, Link. Ich hab A gedrückt. Danke. Hier lagen und dann nochmal den ganzen Weg hochgehen. Okay. Jetzt gehen wir aber wirklich... Also, jetzt gehen wir wirklich da zu dem Dings. Zu dem Dungeon, Leute. Versprochen. Versprochen. Ich... Ja, doch. Doch, doch. Machen wir. Machen wir. Machen wir. So. Und zwar... Wir bekommen sogar noch ein Herzteil, fällt mir gerade ein. Yeah. Geil. Wir müssen nämlich jetzt die Donnerblume hier nehmen. Und dahin werfen. Bumm. Yeah. So, und außerdem können wir... Eigentlich will ich die Donnerblume nicht anvisieren. Ich schmeiß die mal weg eben. Zack. Er ist zu schräg, glaube ich. Wenn wir jetzt hier so runterjumpen... Daneben! Ach, komm schon. Oh. Okay, lassen wir es dabei. Wir... Nee. Mach ich irgendein andermal. Als ob ich daneben gesprungen bin. Das kann doch nicht sein, ey. Heute läuft nichts gut. Heute läuft alles schief. Mensch. Gut, wir sind im ersten, zweiten Dungeon, Leute. Zweiten Dungeon. Dodongos Höhle. Oh yeah. Boah, ich mag diese Grundmusik, ey. Fand ich schon geil in Zelda Ocarina of Time, was? Oracle of Ages und so. Ja, ich pass auf, wo ich hintrete, Navi. Bin jetzt nicht doof. Halten manche vielleicht für eine Lüge, aber nein, bin ich nicht. Das war knapp, ich weiß, aber es war alles geplant. Ich glaube, ich muss zuerst hier hin. Das war auch knapp. Ich glaube, ich musste zuerst auf diese... Oh. Das ist noch so ein Laserauge. Die kann man mit Bomben zerstören, Leute. Ich würde gern... Hallo. Danke, Bombe. Oder Blume, meine ich. Hua. Wuhu. Bumm. Was haben wir hier? Da können wir auch noch rein. Was ist denn da? Oh, ein Deko-Kerl. Hallo. Ja, ich will reden. Ich gebe auf, wie wär's, wenn ich dir ein Deko schütte? Nee. Bist du doof? Als ob. Ich will doch kein Deko-Schild haben, ey. Mann. Was haben wir hier drin? Wir haben hier, glaube ich, eine Karte oder Schlüssel oder so, denke ich, ne? Oder? Oh, die Karte. Alles klar. Sehr cool. Dann müssen wir jetzt doch auf andere Seite. Da kommen wir noch nicht hin. Das heißt, wir gehen auf andere Seite, okay. Oh nein. Oh nee. Scheiße. Diese Dinger da müssen wieder hochkommen. Können sie? Ja, sie kommen wieder hoch. Okay. Okay, Moment. Nehmen. Okay. Da müssen wir wieder eine Bombe schmeißen. Da oben kommen wir später hin. Da müssen wir auch noch eine Bombe schmeißen, okay. Würde ich sagen, schmeißen wir erstmal da eine Bombe. Weil wie es aussieht, ist da kein Dings, kein Durchgang. Sondern einfach nur eine Truhe oder so, denke ich. Ach, ein Steinchen, okay. War da oben gerade was? Nee, okay. Ich weiß doch gar nicht, wo hier Skulltulas oder so sind. Och Mensch. Ob wir 50 finden? Ja doch, 50 Skulltulas dürften wir eigentlich hinbekommen. Schätze ich jetzt einfach mal. Das dürfte schon klappen. So, hier sind doch irgendwelche Kackviecher drin. Genau, diese Kackviecher. Ah,
Ach, die explodieren ja, stimmt ja. Och Gottchen. An dem muss ich nicht sogar einen davon irgendwo hinlocken? Ist hier nicht irgendwo eine geheime Wand oder so? Ja, dahin, okay. Moment mal eben. War das nicht einfacher, wenn wir die einfach... ups. Wenn wir das Schild anziehen... Und einfach jetzt hier... So machen, genau. Ah ne, wir müssen sie angreifen. Oh Mann. Sie haben auch kein Geld bekommen, ey. Sind jetzt weg? Oh. Ja, okay, dann müssen wir da später nochmal hin. Müssen wir da später nochmal hin. So, den können wir jetzt schieben, genau. Aua. Nicht sehen. Schieben. Es ist ja kein Geheimnis, dass wir hier in dem Dungeon die Bomben kriegen. Ups. Ist ja schon klar. Das heißt, wir werden da dann später nochmal hingehen. Ich glaube, da ist eine Skulptur da drin. Glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube es. So. Wo sind wir hier jetzt? Ach Gottchen. Zack. Zack. Okay. Herzchen. Ja, Herzchen. Oh, okay. Okay. Schön. Wir haben Herzchen. Och nee. Oh, genau diese Viecher. Komm. Ach komm. Als ob du hinter mich gesprungen bist. Okay. Wir konzentrieren uns erstmal auf den hier. Auf den einen hier. Jetzt mal. Wir konzentrieren uns nicht auf den einen, wie es aussieht. Konzentrieren uns jetzt auf den hier. Zack. Ja, komm her! Blöde Kuh. Geht das? Ach, egal. Oh lol, wo kommst du denn her? Bam! Bam! Okay, den haben wir. Sehr geil. Jetzt müssen wir zu dem da, ne? Ja, komm rüber! Okay. Zack. Okay. Super. Eieieiei. So, war hier nicht sogar noch eine geheime Wand oder so? Hier war doch irgendwo eine geheime Wand. War das da? Das ist halt nicht, wo wir sind, ne? War das hier? Geht da nicht. Hier? Ja. Was das hier ist, weiß ich nicht. Ist hier irgendwas? Ah. Okay, ich wusste nur, dass hier irgendwie eine geheime Wand ist. Ich wusste aber nicht, was das bringt. Also gar nichts, wie es aussieht, aber okay. Gut, gut. Ein Herzchen. Es gab da ein Herzchen, wow. Hm. So, hier brauchen wir wieder so ein Kackviech. Nee, okay, wir können hier uns auch einfach hier so... so eine Donnerblume nehmen. Und die dorthin werfen. Und was haben wir jetzt hier? Ein Deko-Kerl, okay. Den machen wir natürlich. Nein. Oh. Falscher Knopf. Zack. So, erstmal anvisieren, jetzt weggehen. Was verkauft er uns denn?
Deku-Stab, nee. Haben wir sonst nichts? War das echt nur für Deku-Stäbe? Keine Skulptula oder so? Alter, das ist ja doof. Das ist echt doof. Finde ich echt nicht cool. Naja. Snacken wir uns das hier ab wegen dem... Ah, wegen dem Feuer da, okay. Können wir die nicht... Können wir die nicht dem da reinwerfen oder so? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall müssen wir auf den Schwanz hauen. Also können wir die auch nicht anvisieren? Kann die nicht anvisieren. Achso, den haben wir? Den haben wir besiegt, okay. Aua! Jeder explodiert auch, merken wir uns. Ah, explodieren hier alles? Explodieren hier alles. Ja, Deutsch. Geil. Explodiert hier alles. Zack. Aber mit dem Sprungschlitz ist der instant besiegt. Oh nein, der explodiert. Alles klar, Doki. Mach einfach fast zweimal den gleichen Fehler. Du bist ein Held. Da ist ja noch einer, okay. Ich würde sagen, den ignorieren wir erstmal. Und machen einfach nur... auf. Ja, die droppen ja eh nichts. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwas geben, wenn wir alle besiegt haben. Bam. Oh, explodiert. Bringt uns nichts. Okay, wow. Alles klar. Gut, was bringt uns der Schalter? Ach, der macht da hinten das Tor wahrscheinlich auf, ne? Ja, okay. Dann gucken wir mal eben, ob hier hinten links die Gegner neu gespawnt sind. Oh Gott, der ist auf jeden Fall neu gespawnt. Geil. Oh Gott. Ich meine aber eigentlich hier. Dann können wir die Tür doch schon mal aufmachen. Ja, sind neu gespawnt, okay. Ja, die können wir besiegen hier, den da. Ich will hier jetzt nur diesen hier. Den hier vorne hinlocken, bitte. Okay. Sehr gut. So, das hat jetzt geöffnet, ne? Ja, super. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, was bekommen wir hier? Fledermäuse und eine goldene Skulptula. Ich wusste es doch. Hallo, Skulptuli. Kommen wir eigentlich in das Symbol an? Ja, und zwar so. Yeah! Feuerfledermaus! Lol. Not even close. Okay. Ja, das ist alles nur für eine goldene Skulptula, Leute. Nice, ne? Sehr, sehr nice. Alles klar, die Gegner sind jetzt schon wieder da. Nur wenn man einmal... Oh. Okay. Gut, dann müssen wir doch nicht mehr zurück. Dann haben wir hier jetzt alles erledigt. Ja. Alles erledigt. Wir müssen jetzt dort hinten rüber. Müssen nicht von dem Laser getroffen werden. Nice. Das war fast knapp. Komm, schnell, 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 Doki. Lauf. Link. Doki. Irgendwer. Nice. Okay, Leute, dann... Na komm, machen wir noch ein bisschen weiter. Ich glaube, den Gang hier kriegen wir noch hin. Ja, das kriegen wir noch hin. So, ist hier noch was? Nee. Aber hier... Können wir das erstmal so machen. Zack. War da noch was? Nee. Nee, lass, machen wir erstmal das hier auf. Ich weiß nur nicht mehr, was wir hier bekommen. Was bekamen wir hier nochmal? Genau, erstmal triggern. Ach nee, die mussten wir mit Bomben besiegen. Shit! Komm schon! Genau. Jetzt. So, okay, gut. Okay, gut. Ach, das war's schon. Das war nur der eine. Achso. Ich glaube, dann bekommen wir jetzt hier den Kompass. Ja, ich denke, das ist der Kompass. Kompass! Sehr gut.
Dann können wir noch mal auf die Karte gucken. So. Haben wir da eine Truhe vergessen? Das ist ja der Mittelgang, ne? Haben wir oben echt eine Truhe vergessen, wie es aussieht. Aber in welchem Gang war das? Wo war das? Hä, wo ist das? Okay, gucken wir später nochmal nach. Alles klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wir beenden hier jetzt den Part. Und sehen uns an dieser Stelle hier beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein.